Kurz zur Erklärung, ihr bekommt gleich einen Blumenstrauß zu sehen, über den ich mich freue, aber sonst nichts weiter dazu sage. Was daran liegt, dass mir aus Versehen, und das ist mir wirklich, ich glaube, das ist mir in den ganzen, wie lange habe ich diesen Kanal schon? Fast 10 Jahren nicht passiert. Also ich habe tatsächlich unfassbar viele Vlog-Dateien gelöscht. Also ich habe die auf den Rechner gezogen und ich achte immer tausendmal darauf, dass ich da alles erst sicher habe, bevor ich es von der SD-Karte lösche. Aber diesmal der Rechner mich überlistet. Also weil eigentlich ist unten in der Statusbar wird immer angezeigt, dass er noch kopiert und wenn er durch ist, ist da keine Bewegung mehr. Und da war nichts. Und ich habe auf Löschen gedrückt. Und in dem Moment poppte das Kopierfenster wieder auf. Und ich erkannte, dass ich Dateien lösche, während ich sie noch kopiere. Und dann habe ich mich für besonders schlau gehalten, habe ich den Löschvorgang abgebrochen, habe mich für besonders schlau gehalten und auch noch Steuerung Z gedrückt. Und dabei die eigentlich noch geretteten, bereits kopierten, die schon auf Platte waren, Dateien alle von der Platte wieder runtergenommen. Ich habe ihm dann gesagt, nein, nein, mach's wieder hin. Woraufhin er versucht hat, von der SD-Karte Daten rüberzuholen, die aber schon längst nicht mehr existiert. Oh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ganz viele Dateien gelöscht. Auf jeden Fall folgten jetzt diverse Aufnahmen. Zum einen habe ich Coq au Vin gekocht und euch dabei mitgenommen für Weihnachten. Das Testkochen. Zum anderen habe ich mich einen Sport gemacht, habe ich euch mitgenommen. Dann habe ich noch ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe, weiß nicht, es war viel. Es war wirklich viel. Es war bestimmt eine Woche oder so. Und ich habe euch mitgenommen, als mir ein Blumenstrauß geliefert wurde von einer lieben Kundin, für die ich ein ganz, also wo ich ein Coverprojekt für sie gemacht habe, das mir so richtig Spaß gebracht hat. Ja, da habe ich meine Freude sehr zum Ausdruck gebracht. Und jetzt ist alles gelöscht. Aber der Blumenstrauß ist noch zu sehen. Also wenn ihr jetzt gleich den Blumenstrauß seht, stellt euch vor, dass ich euch vorher erzählt habe, dass ich den gerade eben, während ich Sport gemacht habe, hat es geklingelt, habe ich ihn geliefert bekommen und habe mich wahnsinnig gefreut. Und das Cover, was ich gestaltet habe für sie, verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Ja. Verdammt, oh, ich ärgere mich. Das ärgert mich. Nichts ist für mich schlimmer, als wenn ich Videodateien lösche. Das ist eine Katastrophe. Ich lösche ja auch nichts. Also alle Vlogs und alle Videos, die auf meinem Kanal sind, existieren noch. Aber es ist alles archiviert. Ich habe noch nie was gelöscht. Das sind Terabyte an Daten, das ist mir egal. Jetzt habe ich was gelöscht, ich hier sterben können. Achso, Nachtrag, das kann natürlich auch bedeuten, dass in kommenden Aufnahmen ich gelegentlich sowas sage wie, das hatte ich euch ja schon gezeigt oder das hatte ich euch ja schon erzählt. Und ihr habt es aber gar nicht gesehen. Da ich jetzt aber nicht mehr richtig auseinanderbekomme, was in vergangenen Vlogs schon zu sehen war, was ich jetzt gelöscht habe, weil ich ja auch nicht weiß genau, was ich gelöscht habe, müssen wir da jetzt irgendwie durch. Tut mir leid. Ja, schöner geht ja kaum. Passt ganz prima in meine neue Ecke. Richtig schön. Wolfs. So, in der Mittagspause bin ich hier wieder gut vorangekommen. Jetzt fehlt hier wirklich nur noch das Bündchen. Aber jetzt bin ich gerade in der Küche zugange, bevor ich weitermache dort. Hier ist es etwas laut, entschuldigt. Obwohl, die ist gleich durch. Ich wollte mal versuchen, einen Kuchen in der Fritteuse zu backen. Ja. Und zwar wird das hier ein Karottenkuchen. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Entweder es wird genial oder es geht voll schief. Alle möglichen leckeren Sachen drin. Ach, das ist viel zu laut hier für 5 Sekunden. Ein bisschen aus dem Fritteusen-Ding-Ecke gehen. Genau, Walnüsse, Karotten, Joghurt, Zucker. Vanille habe ich auch reingetan. Und Zimt ist drin. Also es ist schon so ein bisschen weihnachtlich. Ist natürlich ein komisches Gefühl, wenn man da jetzt ja nicht wie beim Backofen so durch die Scheibe mal reingucken kann. Also ich muss jetzt das Beste hoffen. Apropos Herd, wir verabschieden uns jetzt von ihm hier. Also er ist jetzt auch nicht besonders sauber, weil ich es nicht mehr eingesehen habe, mir da noch Mühe zu geben, wenn das Ding hier jetzt wegkommt. Am Montag kommt unser neuer Herd und dieser hier hat ausgedient mit seinen rostigen Stellen, der abgeplatzten Emaille und den Dingern hier, die ich auch viel zu selten geputzt habe. Das ist alles, also oh, ich weiß auch nicht. Er ist halt wirklich uralt, also uralt. Hier ist auch irgendwann mal Plastik eingebrannt. Ja, und dann kriegen wir einen neuen mit versenkbaren Knöpfen und Breta-Platte und was weiß ich, so also richtig cool. Übrigens, das riecht schon nach 5 Minuten, riecht das schon nach Kuchen hier. Ich bin ja bis hierher ganz zufrieden. Krass, wie die Anzeige flimmert in der Aufnahme. Okay, krass, aber ich habe das Gefühl, seitdem die
Friteuse an ist. Kann das sein? Das wäre schon sehr komisch. Ganz locker bleiben, Freundchen. So, spannender Moment. Der sieht ja aus wie aus dem Bilderbuch. Oh mein Gott. Also ich bin nicht sicher. Der kann doch nicht drinnen perfekt sein. So pi-perfekt wie der außen aussieht. Man sieht aber, er ist hier so hochgegangen und links nicht. Ich mache mal eine Stäbchenprobe. Er ist nichts am Zahnstocher. Er sackt auch nicht zusammen. Er ist perfekt. Jetzt muss er nur noch schmecken. Ich bin erstaunt. Das ist halt so eine mega schön saubere Sache. Also diese Silikonform, die kann man ja, also die habe ich einfach ganz normal bei Amazon, wie man das für Backgeschirr und so auch, also es ist ja auch für einen Backofen eigentlich gedacht, gekauft. Und die passt halt genau hier rein. Und ich habe auch das Rost innen drin gelassen, einfach damit der unten nicht direkt auf dem Boden steht, sondern sozusagen, dass da auch noch zirkulieren kann so ein bisschen. Und wenn man das jetzt da rausholt, dann muss man eigentlich nur die Silikonform in den Geschirrspüler schmeißen und man hat nicht einen Dreck. Es ist alles sauber, es ist total, also, und so niedlich. Und man kriegt ja auch so einen Riesenkuchen als normaler Mensch, wenn man hier jeden Tag alleine ist oder auch zu zweit nicht so auf. Das ist total toll. Ja, dann werde ich euch nachher noch Bescheid geben, ob das Ding auch schmeckt. Denn das ist ja doch irgendwie das Wichtigste. Okay, Entschuldigung, im Hintergrund ist der Wasserkocher an. Also er schmeckt richtig gut. Ich glaube, ich hätte ihn tatsächlich 5 Minuten länger drin gelassen und vielleicht ein Ticken weniger Joghurt rein. Also er ist schon sehr gulpig, wobei er auch noch nicht ganz ausgekühlt ist, muss man zu seiner Verteidigung sagen. Aber man sieht es auch, also er ist unten noch deutlich suppiger, also flumpfiger. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Als Oma. Also ich glaube, ein Ticken länger hätte ihn gut getan, aber er schmeckt auf jeden Fall richtig gut. So, neues Equipment, das ankommt, ist schon ganz dunkel hier, entschuldigt. Eine Filzunterlage, ganz dünn nur, aber um Geräuschkulisse zu minimieren. Ein paar Stricken auf Tisch, die plätte ich hier gerade mit Büchern. Dann diese Halterung, ist eigentlich wie so eine Mikrofonhalterung, aber hier kann dann das Handy rein oder die Kamera, je nachdem, was ich daran kloppe. Von oben filmen. Ich habe versucht, es günstig zu halten, weil ich jetzt keine Lust hatte, wieder unfassbar viel Geld für Beleuchtung auszugeben. Ich habe nämlich erst kürzlich meine Softboxen und alles weggeschmissen, weil ich die sowieso nie benutzt habe und eher bei Tageslicht drehe. Und hier geht es mir nun eigentlich nur darum, dass meine Hände, also das Strickstück ausgeleuchtet ist. Und dafür muss ich jetzt irgendwie, glaube ich, keinen total krasse Videobeleuchtung haben. Diese hat halt den Vorteil, ich habe jetzt zweimal gekauft, man kann sie am Tisch festklemmen oder sonst wo man möchte, was also generell auch fürs Stricken nicht schlecht ist, zum Beispiel im Bett. Und angeblich soll es in den Aufnahmen nicht flackern. Also dafür sind sie schon gedacht. Und sie waren trotzdem günstig und ich hoffe, es reicht an Licht. Ich werde das mal aus Spaß jetzt eine auspacken. Achso, der Hintergedanke, falls ihr das noch nicht mitbekommen hatte, war ja, dass ich einen Strickkanal auch aufmachen will auf YouTube, beziehungsweise er ist schon offen, aber es ist halt noch nicht zu sehen. Also es ist noch kein Abonnent da, kein Video da, kein nichts, denn es gibt ja auch noch kein Video. Ich packe die mal aus. Okay, ich denke, ich mach mal an. Ist wohl hell genug. Und, flimmert jetzt was? Konnte man die irgendwie dimmen? Ich bin mir da gerade nicht sicher. Das ist ja nur eine. Also ich werde ja auch trotzdem bei Tageslicht nur drehen und nicht im Dunkeln, aber das wäre richtig schick. Also ich meine, man sieht schon, wenn man sie sich so anguckt, sie ist jetzt nicht total wertig, ne? Das ist jetzt nicht das totale Stil-Highlight. Ich mache mal eben wieder aus, dann kann man auch das Rest sehen. Hey Siri, Wohnzimmer oben 100%. Also sie ist anständig verarbeitet, da ist nichts zu sagen. Ich glaube, sie kostet 25 Euro und das finde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis total in Ordnung. Also ne, das hier ist billiges Plastik, das hier sieht ganz okay aus. Finde ich total super und ich hatte mir halt gedacht, da dieser Tisch sowieso, also die Anschaffung ist jetzt ja für Weihnachten und dann später auch als Schreibtisch eventuell für meinen Freund als flexiblen, der ist sowieso da. Oh, mein Akku ist gleich leer, muss ich beeilen. Und diese Handyhalterung, die kann man auch immer gut benutzen, wenn man so wie ich irgendwelche Dinge macht. Vor allem auch beim Streamen zum Beispiel. Super Sache.
Und diese Lampen, dachte ich mir, im schlimmsten Fall habe ich eine wunderschöne Stricklampe fürs Schlafzimmer über. Und im besten ist das Equipment hier. Also alles in allem, ich weiß jetzt nicht mehr, was der gekostet hat, aber alles in allem war ich, glaube ich, unter 100 Euro mit dem ganzen Setup und muss jetzt eigentlich nur noch losstricken. Und das, finde ich, ist absolut in Ordnung. Okay, also ich denke, jetzt mal gucken, ob die auch geht. Ja. Oh mein Gott, das ist ja richtig schick. Oder? Findet ihr nicht? Ich finde, das ist ja... Da hatte ich jetzt so irgendwie gar nicht mit gerechnet. Das ist ja total toll. Jetzt schaue ich doch nochmal eben auf Amazon, was ich da bezahlt habe. Ich verlinke euch das alles in der Infobox. Das ist ja... Also, ich habe es jetzt noch nicht getestet. Ne? Es kann sein, dass das hier wie wild flackert und ich hier Bullshit erzähle. Das sehe ich erst, wenn ich es morgen mal einmal richtig teste. Aber wenn nicht, dann ist das wirklich ein tolles, günstiges Setup, was super funktioniert. Vor allem auch, ne, dieses, also das Licht wird ja dann so gestreut, das sind ja LEDs und das blendet dich nicht in den Augen. Du kannst es so hoch und tief machen, wie du willst beim Arbeiten. Total toll. Ich schau mal eben, was ich da geblecht habe. Okay, die Filzunterlage 12,50 Euro. Die ist auch ganz günstig, ein ganz billiges Teil. Aber ich will nur dafür sorgen, dass die Nadeln nicht auf dem Untergrund klappern. Gibt es übrigens in ganz vielen Farben. Die Lampe hat 27 Euro kostet eine. Gibt es aber auch, sieht man hier unten, irgendwie mit Standfuß, also hier auch mit Ladedings, glaube ich, fürs Handy. Ohne Ladedings und was ist das? Also irgendwie in drei Versionen. Achso, die ich habe, noch mit Standfuß auch noch, also auch zum Hinstellen möglich. Genau, 27 Euro eine. Und das Ärmchen ist derzeit nicht verfügbar. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich da bezahlt habe. Ah ja, 35,90 €. Das war ja noch der teuerste Part. Also 102,50 Euro, so wie es da steht, wenn man den Tisch noch dazu rechnet, weil man keinen hat, den man so dafür benutzen kann. Der hat 52 Euro gekostet. Dann wären es tatsächlich knapp 155 Euro für alles. Ich find's gut. Ich find's echt gut. Aber ich muss jetzt kochen. Ich kann mich jetzt nicht weiter damit befassen. Jetzt muss ich den ganzen Müll hier allerdings noch irgendwie loswerden. Und mein Freund kommt auch gleich und der wird wahrscheinlich hier reinkommen und sagen, hä? Wobei seine Toleranzschwelle ja inzwischen schon recht hoch ist. Also wenn er so reinkommt und es ist wieder einmal irgendwie hier alles merkwürdig, dann früher war es noch so, und heute ist es eher schon so, mach du nur, Schatz. Wobei Schatz nennen wir uns nicht. Okay, Koteletts in die Pfanne. Ich glaube, heute ist Mittwoch. Ich habe gerade ein, zwei Testaufnahmen gemacht. Das ist nämlich heute super, weil es ist draußen, schneit es. Es ist ziemlich dunkel, obwohl es mitten am Mittag ist. Und ich habe gerade mal ein paar Testaufnahmen gemacht, vor allem auch das Licht so hin und her bewegt und geguckt, wie der Tisch wackelt. Die werde ich dann nachher noch auswerten, damit ich weiß, ob das überhaupt einen Sinn ergibt. Aber es könnte Spaß machen. Das könnte Spaß machen. Jetzt gibt es aber erstmal was zu essen. Ich habe mir eine Tatar-Lauchsuppe gemacht. Die mache ich mir total gerne. Das ist ein Weight Watchers-Rezept. Schmeckt aber richtig super. Und an so kalten Tagen, wo es draußen so schneit und so. Oh, genau das Richtige. Okay, ich habe gerade die Testaufnahme bearbeitet und war alles so eingestellt, wie ich das gerne hätte. Ich hasse meine hässlichen Hände. Ich hasse sie so. Und die Kamera wackelt. Das heißt, das kann so nicht bleiben. Die Kamera darf nicht am Tisch sein. Schade, das war so praktisch. Aber kann ich sicherlich auch irgendwie ans Stativ klemmen oder so. Gut, kurzes Nachmittagsbäuschen, dann geht's weiter. Heute schon einen Coverauftrag durch. Das war ganz nett. Ich finde es immer schön, wenn was abgeschlossen ist. Das gefällt mir gut. Aber es ist nur ein Riesenberg, liegt noch vor mir. Inklusive Buchhaltung, vor der ich mich natürlich drücke. Das ist irgendwie mega oldschool. Krankenbauer. Oh. So, kurze Stricksession, bevor es zum Einkaufen geht. Das ist Wochenende und ich habe total Puls. Mir ist irgendwie heute klar geworden, was ich alles noch machen muss, was ich irgendwie schaffen könnte, und dabei ist mir aufgefallen, dass ich nichts hinkriegen kann. Also Buchhaltung, die gesamte Weihnachtsvorbereitung, am Montag wird der Herd geliefert, da muss ich noch einmal in die Wildnis mit Mama und Oma. Ich muss Vlogs schneiden, ich habe unfassbar viel mit den Kunden zu tun, ich komme überhaupt nicht hinterher.
Und mittendrin zwischendurch muss ich ja hier auch noch Haushalt schmeißen und was man halt so zu tun hat. Und vielleicht kommt auch mein Freund jetzt demnächst ins Homeoffice zurück. Er hat ja auch langsam Zeit bei diesen Zahlen. Das heißt, demnächst muss ich mich dann auch wieder um eine zweiköpfige Familie kümmern. Auch sowas so wie ja, Planung unter der Woche angeht, wer wann wie was ist, damit wir uns da nicht irgendwie total verdaddeln. Jetzt muss ich hier mal umdrehen. Und da ist mir eben klar geworden, dass ich das alles absolut überhaupt gar nicht schaffen kann. Das sind jetzt, also bei mir ist jetzt Anfang Dezember. Und es ist irgendwie, ach ja, den Weihnachtsbaum muss ich noch hochholen und schmücken und machen und keine Ahnung. Und irgendwie glaube ich, dass ich das nicht schaffe alles. Und jetzt bin ich leicht hysterisch geworden. Und wir machen uns gerade erstmal eine kleine Pizza, bevor wir einkaufen gehen. Jetzt dachte ich, strick mal noch 3 Runden, das beruhigt ja immer ein bisschen. Ja, dann erledigen wir das. Und was mich halt ärgert, ist, ich würde so unheimlich gerne, ich habe euch ja erzählt, dass ich diesen Strickkanal aufmachen möchte. Und ich würde wirklich, wirklich gerne jetzt mal ein paar Videos dafür drehen. Und optimalerweise ja noch, bevor mein Freund wieder ins Homeoffice kommt, weil ja dann die Geräuschkulisse unkalkulierbar ist für mich. Jetzt nicht schlimm, aber es reicht schon, wenn da irgendwo eine Tür schlägt oder was weiß ich, was ganz Banales in eine Toilettenspülung geht. Das ist im Video im Hintergrund mal blöd und da muss man neu ansetzen und schnittern und dann ist Audio anders und und ja, es wäre halt toll, wenn ich das noch geschafft hätte, so ein paar Videos zu drehen, bevor hier das hart auf die Apokalypse zugeht. Aber ich glaube, das schaffe ich alles nicht und das macht mich auch traurig. Ganz zu schweigen davon, dass ich längst hätte mal eine Ferienwohnung für die Schreibauszeit im Frühjahr oder zum Jahreswechsel buchen müssen. Aber ich habe kein Geld aktuell dafür übrig und bin mir auch gar nicht so sicher, ob das eine schlaue ist, eine Ferienwohnung zu buchen, so wie die Situation sich momentan entwickelt. Also wie ihr wisst, würde ich ja mit niemandem in Kontakt oder so kommen, da mache ich mir keinen Kopf. Ich fahre ja dahin, gehe da rein und bin 10 Tage eingesperrt, genau wie hier auch. Aber man weiß ja jetzt nicht, ne? Wenn es sich jetzt hier so weiter so bescheuert entwickelt, kann es ja auch wieder sein, dass ich gar nicht so weit oder dass ich überhaupt nicht mein Bundesland verlassen darf oder überhaupt meinen Wohnort oder keine Ahnung. Und oh, das ist mir dann auch zu riskant. Ja, und irgendwie, weiß ich auch, im Moment ist stagniert es hier. Ich habe das Gefühl, ich kämpfe gegen Windmühlen. Das sind natürlich alles Luxusprobleme. Es gibt Schlimmeres als Stress zu haben, weil man ein schönes Weihnachten ausrichten will und Stress zu haben, weil man Kundenaufträge hat. Das ist ja eher positiv zu sehen. Aber trotzdem ist es irgendwie gerade so ein bisschen viel und ich weiß gar nicht so richtig, ich weiß nicht, wie ich das jetzt alles hinkriegen soll. Naja. Ich bleib dran. Ich versuche euch so ein bisschen mitzunehmen. Letzten Tage habe ich nicht viel gevloggt, weil es irgendwie nur stressig war. Ich hoffe, dass sich das dann Richtung Weihnachten wieder so ein bisschen entspannt. Übrigens, hier bin ich jetzt gerade fast fertig. Also hier habe ich schon einen Ärmel, ich muss mein Gesicht aus dem Fokus halten. Hier habe ich schon einen Ärmel gemacht. Der Pulli selber ist ja auch soweit. Und jetzt bin ich schon beim letzten Ärmel. Und dann haben wir es. Wo ist denn hier das Licht da? Und dann haben wir es bald. Ich bin so stolz auf mich und ich muss sagen, ich finde ihn richtig, richtig schön. Also der ist mir aus Versehen gelungen. Ich bin immer noch dabei, rauszufinden, wie ich hier anständig drehen kann. Und inzwischen, jetzt wird es gleich hell, habe ich Folgendes. Also zum einen die beiden Lampen, die ich aber tatsächlich, also unten habe ich noch Papier gegen geklebt. Fokus ist im Arsch. Sieht man jetzt nicht, der Fokus will nicht, aber das muss ich dann noch schöner machen irgendwann. Die beiden hätte ich jetzt, also wenn ich das anmache, haben wir eine Beleuchtung hier am Arbeitsplatz erstmal. Ich hatte mich für diesen Platz entschieden, weil dieser Tisch viel stabiler ist und dann die Kamera nicht wackelt, aber sie hat trotzdem gewackelt. Also musste ich das doch auch da oben anbringen. Und dazu kommen dann noch die Geheimwaffe, die Keylights. Heute ist ein normaler, sehr trister Tag da draußen. Mehr Licht wird es in diesem Zimmer nicht geben. Also ihr seht, selbst mit der Keylight-Beleuchtung ist das hier recht finster. Aber in Kombination mit den Tageslicht-Keylights auf ganz kältester Stufe und den beiden Arbeitslampen ist der Schattenwurf, also mit dem abgeklebten Papier, ist der Schattenwurf dann in Ordnung. Damit kann ich noch leben. Und dann kann ich hier drehen. Dazu musste ich allerdings meine Bildschirme an die Wand fahren wegen Schatten und der Rechner muss dann auch aus, weil die Nebengeräusche wären dann ärgerlich. Und das Flimmern, das darf ja alles nicht, ja. Ja, ich werde heute, komme was wolle, hier ein paar Videos drehen. Okay, voll der Fail, ich muss doch den Stuhl hier hinterstellen für die Kamera. Anders wird es nicht gehen, aber mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Jetzt geht mir natürlich langsam das Licht flöten, also werde ich jetzt schnell anfangen zu drehen. Das ist schon die Testaufnahme. Und dann zack, zack.
Okay, wie immer, nach so einer Aktion totales Chaos. Ich baue jetzt wieder ab. Ich habe lange nicht so viele Videos geschafft, wie ich gerne wollte, aber mir wird das jetzt hier zu dunkel. Ich werde mir das erstmal angucken, ein bisschen rumschneiden, aber jetzt muss ich hier erstmal aufräumen. Totales Chaos.